Ja, hallo meine lieben Zuseher, Abonnenten und Interessierte. Schön, dass du dich wieder mal für ein Thema interessierst, und zwar offensichtlich für ein wahnsinnig wichtiges Thema, wie man der Überschrift eben schon entnehmen kann. Gerade eben in dieser Zeit erscheint es mir wieder ganz besonders wichtig zu sein, Möglichkeiten, Methoden, altes und neues Wissen verstärkt zu verbreiten, ans Licht zu bringen, um eben auch ein besseres Verstehen, ein höheres Bewusstsein zu erlangen, gerade in diesen Zeiten wie eben auch bei C-Punkt. Und ja, ich bin vorwiegend Pragmatiker, das wissen die meisten, und es ist mir vor allem wichtig, dass die Informationen, die es so gibt, die ich verbreite, dass man die auch praktikabel umsetzen kann, seine eigenen Erfahrungen damit machen kann und dass sie eben plausibel erscheinen. Ja. Über das Thema Zirbeldrüse und vor allem in Verbindung mit Bohr habe ich ja schon einige Videos in der Vergangenheit produziert, und jetzt erscheint es mir eben wieder gerade sehr, sehr wichtig, dieses Thema Zirbeldrüse, dieses Thema mit Bohr und anderen Möglichkeiten hier wieder emporzuheben, zu verbreiten, weil, wie gesagt, Thema C-Punkt uns ziemlich herausfordert. Es hat ja immer irgendwelche Gründe, plötzlich ist ein Thema da, und dann habe ich wirklich so das Gefühl, bin überzeugt, es ist wichtig, das gehört jetzt wieder verbreitet, denn es gibt ja auch keine Zufälle in diesem Sinne. Ja, in diesem Video schauen wir uns vor allem an, was die Zirbeldrüse in unserem Gehirn bewirkt und was eben Bohr in der Zirbeldrüse bewirken könnte. Doch du weißt, wie immer, das Wichtige kommt eben nach dem Intro. Rein anatomisch-biochemisch stellen wir uns zuerst mal die Frage, was ist eine Zirbeldrüse? Ja, meine lieben Freunde, was ist eine Zirbeldrüse? Das schauen wir uns natürlich als erstes mal an, und zwar ist diese Zirbeldrüse nicht größer als so an die 7 bis 8 mm lang, ein paar Millimeter breit, und sieht eben einem Zapfen der Zirbelkiefer ziemlich ähnlich. Und in dieser Zirbeldrüse produzieren eben Pinealozyten das Hormon Melatonin, das wir alle kennen, und dieses Neurohormon Melatonin ist eben auch besser als das sogenannte Schlafhormon bekannt, wird eben bei Dunkelheit gebildet und im Blut und im Hirnwasser dann freigesetzt, und das geschieht eben vorwiegend in der Nacht, und dadurch steuert eben Melatonin, beeinflusst eben diesen Schlaf-Wach-Rhythmus, und so kann sich eben ein Melatoninmangel hervorgerufen durch eben eine schlecht funktionierende Zirbeldrüse auf die Schlafqualität natürlich ganz massiv auswirken. Doch ein Melatoninmangel wirkt sich eben möglicherweise auch auf das Immunsystem aus, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Zeiten wie eben diesen. Doch schauen wir ein paar Jährchen mal in die Vergangenheit, und zwar in dem Falle sehr viele Jahre, es sind so an die 2300 Jahre, schauen wir jetzt einfach zurück, denn damals ist einem gewissen Herophilus, der eben griechischer Arzt und Anatom war, aufgefallen, dass die kleine Struktur der Zirbeldrüse sehr, sehr einzigartig ist. Im Gegensatz zu anderen Gehirnfunktionen, die in der linken und in der rechten Gehirnhälfte gespiegelt werden. Ja, die Zirbeldrüse ist die erste Drüse, die sich innerhalb von 3 Wochen im Fötus schon unterscheidbar eben ausbildet. Und die hohe Wichtigkeit der Zirbeldrüse kann man auch daran ermessen, dass diese eben mit Abstand am besten mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Ja, aufgrund eben dieser einzigartigen und besonderen anatomischen Stellung zog eben dieser Herophilus zu Recht den Schluss, dass die Zirbeldrüse eine wichtige Rolle unseres Bewusstseins spielt und eben die Brücke, sozusagen das Tor zu unserem wirklichen Selbst eben sein könnte. Ja, schauen wir wieder zu Melatonin, lassen wir Herophilus gerade mal hinter uns. Ja, ein gewisser Alan Lerner hat 1958 eben Melatonin entdeckt, ja, und das sogenannte Schlafhormon, das von einem anderen Neurotransmitter mit Serotonin eben produziert
wird. Und dieser Aaron Lerner hat auch bestätigt, dass eben die Produktion von Melatonin variiert, nämlich während des Tages, wie wir schon gehört haben, eben stoppt und kurz nach Einbruch der Dunkelheit wieder hochfährt. Ausreichend Melatonin ist eben dafür verantwortlich, uns zu entspannen oder uns einfach auch in den Schlaf zu wiegen. Und so kann man sich wohl auch sehr gut vorstellen, dass die Umstellung zur Sommerzeit uns zwar eine Stunde mehr Tageslicht beschert, uns diese Stunde jedoch bei der Melatoninproduktion eben auch wieder abgehen könnte, da wir ja meist außer Haus gehen, wenn es eben auch schon wieder hell ist draußen. Ja, eine wichtige Frage ist eben natürlich, wie die Zirbeldrüse eben inmitten unseres Gehirns eben unterscheiden kann, ob es nun draußen hell oder eben auch dunkel ist. Ja? Wenn die Tatsache, dass eben Melatonin erst bei Einbruch der Dunkelheit gebildet wird, wenn man das eben mal berücksichtigt. Doch schlussendlich ist das Warum dann eben auch relativ plausibel, wenn man es eben weiß. Man hat eben herausgefunden, dass eine Verbindung von der Zirbeldrüse zur Netzhaut eben besteht und was unglaublich natürlich genial ist, wie eigentlich eben auch alles in unserem Körper unglaublich genial ist. Und die Zirbeldrüse sieht also über unsere Augen, ob es eben draußen hell oder dunkel ist. Und ja, wegen dieser Eigenschaften wird die Zirbeldrüse als drittes Auge und wegen seiner Lage an einer der sieben Chakren, das als Zentrum der geistigen und psychischen Energie galt, eben bekannt. Da sowohl Serotonin und auch Melatonin in der Zirbeldrüse konzentriert sind, wird eben dieses dritte Auge als ein Portal für das Bewusstsein anerkannt. Natürlich kann man diese Sache mit dem dritten Auge der reinen Esoterik und somit eben auch als Glaubenssache zuordnen, jedoch kommen auch sehr plausible Hinweise oder auch Beweise aus sogenannten mystischen sowie eben auch aus sogenannten Nahtoderfahrungen. Ja, ausgelöst eben durch eine Chemikalie namens Dimethyltryptamin, besser gesagt und eben auch leichter ausgedrückt das sogenannte DMT, und diese traditionelle Verwendung für übersinnliche Erfahrungen von DMT von südamerikanischen Schamanen kommt natürlicherweise eben auch in einigen tropischen Vegetationen sowie eben auch im menschlichen, in unserem eigenen Körper eben vor. Und hochinteressant ist, dass DMT sowohl Melatonin als auch Serotonin in seiner Struktur sehr, sehr ähnlich ist. Es wird eben vermutet, dass gespeichertes DMT unmittelbar eben vor dem Tod von der Zirbeldrüse freigesetzt wird, sodass eben Nahtodüberlebende von den typischen Out-of-Body, also außerhalb des Körpers, Erfahrungen und eben mystischen Visionen berichten. Zwar gibt es keine empirischen Beweise, dass die Produktion von DMT mit der Zirbeldrüse verknüpft wurde, aber seine Verbindung mit Melatonin, ja, aus dem es ja gemacht wird, legt eben nahe, dass eine Verknüpfung mit der Zirbeldrüse besteht. Dass DMT beim Träumen, bei der Meditation und auch bei der Geburt produziert wird. Und damit komme ich zu dem Teil, in dem ich schon sehr starke Zusammenhänge sehe, welche eben bewusstseinserweiternde Erfahrungen mit der Zirbeldrüse oder zuzuschreiben eben sind. Ob man das dann als das Tor zur Seele bezeichnen möchte, sei einfach mal dahingestellt, wobei ich mir die Zirbeldrüse ehrlich gesagt lieber als Tor zur Seele vorstelle, um eben in höhere Bewusstseinssphären zu gelangen. Nur mal so als symbolisches Bild ist mir eben lieber, als es eben als ein glitschiges Gehirnteil, das einfach nur Hormone produziert, zu sehen. Ja, Wissenschaftler haben auch gezeigt, dass die menschliche Zirbeldrüse in unserer Jugend eben kurz vor der Pubertät am aktivsten ist. Und dieses würde und macht auch Sinn, wenn die Drüse die Kontrolle über das reproduktive System, also unserer Fortpflanzung, hätte, um die notwendigen Hormone eben einzuschalten, die beim Erwachsenwerden einsetzen, um sich dann später eben paaren, fortpflanzen eben zu können. Doch spannenderweise scheint die Zirbeldrüse nach der Pubertät eben dann anzufangen zu verkalken, was eben als der sogenannte Gehirnsand oder eben auf Englisch Brain Sand bekannt ist.
Die Verkalkung nach der Pubertät steht jetzt jedoch im starken Widerspruch eben zur Annahme, dass die Zirbeldrüse das Fortpflanzungssystem in uns eben aktiviert. Und die Annahme, dass hier eben Natriumfluorid die Zirbeldrüse verkalkt, ist nicht von der Hand zu weisen, da wir eben von Kindheit an mit Fluortabletten zum Schutz der Zähne eben schon frühzeitig konfrontiert werden. Und so sind wir beim nächsten Thema eben auch Verkalkung, Fluorid. Doch auch andere Faktoren zeigen eine sehr ernsthafte Behinderung der Zirbeldrüse. Und dies ist wichtig, weil eben die jüngsten Entdeckungen gezeigt haben, dass Melatonin sehr wichtig für das Immunsystem ist, wie ich eingangs eben auch erwähnt habe. Und darüber hinaus reguliert eben Melatonin auch den Blutzuckerstoffwechsel. Hier haben eben Studien auch gezeigt, dass zum Beispiel Nachtschichtarbeiter häufiger Typ 2 Diabetes entwickeln als ihre sogenannten Tagschichtkollegen, was eben auch hier wieder sehr, sehr einleuchtend sein kann, wenn die einfach nicht schlafen und dadurch kein Melatonin eben produzieren. Die Frage ist nun, was könnte für eine zu geringe Melatoninproduktion eben verantwortlich sein? Und dabei sind zwei Faktoren, die da wohl ziemlich sicher sehr großen Einfluss auf die Melatoninproduktion haben. Und das sind fürs Erste die unnatürlichen Magnetfelder, ja, mit wie der Strom eben, Handy sowie kabelloses Internet, mittlerweile eben auch 5G, von dem wir ja alle umgeben sind. Und dann hätten wir als zweiten Einflussfaktor, von dem uns eben gesagt wird, wie vorher gerade, dass er wichtig für die Zähne ist. Und hier gilt es, oder hier geht es um das Toxin Fluorid, welches ja in allen gebräuchlichen Zahncremen vorhanden ist, zumindest die man so normalerweise zu kaufen bekommt. Ja, zum Beispiel haben Studien an menschlichen Probanden, die bis 60 Hertz Magnetfeldern ausgesetzt waren, gezeigt, dass die Produktion von Melatonin signifikant herabgesetzt wurde. Und was da erst bei den häufigen Magnetfeldern los sein muss, ja, die es jetzt so gibt, ja, das kann man sich, glaube ich, auch ziemlich gut ausmalen. Und irgendwie wundert es mich nicht mehr, dass so viele junge Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich arbeite, immer wieder über massive Schlafstörungen klagen. Ja, meine Freunde, was machen wir da? Das ist natürlich die Frage. Nützen wir doch selbst Handy, wir nützen selbst Internet, ja. Wir sind umgeben, ich fahre täglich mit dem Zug, jeder hat ein Handy, es wimmelt nur so von permanenter Strahlung. Ja. Natürlich ist die Idee dabei, vermeiden. Ja, vermeiden. Aber wie, das ist natürlich die Frage. Ja, also was kann man also tun, um die Zirbeldrüse gesund zu erhalten? Denn wir wissen nun, es ist unglaublich wichtig, dass dieses kleine Teil, dieses kleine Organ funktioniert. Ja. Was können wir also tun, um die Zirbeldrüse sozusagen wieder auf Empfang zu stellen, zu aktivieren und eben zu entkalken? Drei Vorschläge, drei Punkte, auf die wir hier einfach mal ganz klar schauen können. Und da wäre Punkt Nummer 1, soweit eben als möglich, wie schon gesagt, sich von Strahlungen zu befreien. Wenn man eben WLAN hat, dann ausschalten. Wenn man es nicht braucht, auf jeden Fall über die Nacht. Keine Handys oder sonstiges im Schlafzimmer, das dann schön fleißig beim Schlafen neben dir eben Strahlung eben verbreitet. Hier das Handy auf jeden Fall ausschalten und am besten raus aus dem Schlafzimmer. Natürlich viel rausgehen in die freie Natur, denn hier sind Bäume wahnsinnig heilend. Die können sehr, sehr viel abfangen und es hat wohl auch seine Gründe, warum gerade das Gebiet, wo ich zu Hause bin, eben, dass es hier ein Gebiet ist, wo man 5G als erstes eingesetzt hat. Ich lebe hier in einem der größten Waldgebiete, die es österreichweit denn überhaupt gibt. Und wie gesagt, der Wald ist sehr, sehr heilend und kann hier offensichtlich einiges abfangen. Zweitens hätten wir entgiften, ja? Schwermetalle wie eben auch Fluorid ausleiten. Und das geht vor allem auch mit Jod, das geht mit Alpha-Liponsäure und eben mit Bor bzw. mit Borax, welches auch den gesamten Körper einschließlich der Zirbeldrüse eben entkalkt. Ja, und der dritte Punkt, und was natürlich auch unglaublich wichtig ist, ist eben wie schon an
anerwähnt, ist die Natur, ist Bewegung, rausgehen, sich bewegen, sich bewusst mit guten Gedanken einfach umgeben, mit lebendigen Gedanken umgeben, Meditation so in die Richtung einfach machen, immer wieder schauen, dass man einfach auch mit sich gut beschäftigt ist, dass man hier sich fokussiert auf das Leben, seinen Geist immer wieder zu reinigen. Also lasst uns an rosa Elefanten denken, damit dann das Leben auch rosa ist, nur so ein bisschen nebenbei. Ja, meine Lieben, das war es zum Thema eben die Zirbeldrüse, verkalkte Zirbeldrüse, wie wichtig die Zirbeldrüse eben ist. Unser Schlafhormon Melatonin, Serotonin, das ja eben auch beruhigend ist, das ja ganz, ganz wichtig ist für unseren Körper und offensichtlich eben auch fürs Immunsystem. Und das sollten wir ja auf die beste Art und Weise, auf die natürlichste Art und Weise eben boosten. Ja, meine Lieben, das war's dann auch wieder in diesem Falle. Lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung wie immer in die Kommentare. In dem Sinne alles, alles Liebe, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.